Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir Euro Truck Simulator. Ja, heute wieder zu einer Trailer-Mod-Vorstellung oder respektive Auflieger-Mod-Vorstellung. Ich stelle euch heute den Auflieger MB Aero Dynamic Trailer by M Mod vor. Auf jeden Fall ein neuer Trailer, der erschienen ist. Auf jeden Fall ein sehr, sehr coolen Trailer. Man kann hier sehr viel aufrüsten, Leute. Wenn ihr euch diese Mod auch downloaden möchtet, wenn ihr Euro Truck habt, Link dazu ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wir werden heute von Zürich nach Bern fahren mit diesem Auflieger und wir transportieren gerade Holzbalken. Ich würde sagen, wir legen doch gleich mal los. So, ich gehe jetzt mal hinein. Und würde sagen, wir legen jetzt mal los. Es sind nur 2 Stunden Fahrten, Leute, aber trotzdem kann es auf jeden Fall heute ziemlich cool werden. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, Leute, und lasst auf jeden Fall auf diese Folge gerne ein Like da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ja, dieser Mod ist auf jeden Fall sehr modern. Also ich finde, der Auflieger sieht sehr, sehr modern aus. Und vor allem finde ich es cool, dass es hier unten vor allem die Reifen so schön ab... Wie soll ich sagen, dass es die Reifen so schön abdeckt, finde ich so richtig cool an dieser Aufliegermod. Also es macht auf jeden Fall so richtig diese Aufliegermod cool. Dass es vor allem die Räder abdeckt, das finde ich richtig nice. Wir werden heute trotzdem diesen Auflieger natürlich testen. Auch wenn man vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss sieht, möchte ich auf jeden Fall probieren, diesen Auflieger heute ein bisschen auf die Probe zu stellen, wenn wir schnell fahren, wie natürlich der Einfluss so ist. Denn ich möchte natürlich auch ein bisschen diese Mod-Vorstellung spannend machen, auch wenn es eigentlich ein normaler Trailer ist, so quasi wie jeder andere. Gut, also er sieht nicht genau aus wie jeder andere, aber sagen wir mal so, etwa vom Gewicht her und so, fast wie jeder andere, ne? Also ich denke jetzt nicht, wenn wir einen anderen Auflieger hätten, mit dem wir die Holzbalken transportiert hätten, ich glaube jetzt nicht, dass es da einen riesen Unterschied ergeben hätte, aber es kann sein, dass es einen kleinen anderen Einfluss geben kann und deswegen möchte ich ja natürlich auch diese Mod euch vorstellen, denn nicht nur der Trailer ist neu, denn es kann auch beim Fahren ein bisschen ein anderes Verhalten haben. Ich kann vielleicht nicht perfekt heute das Ganze testen, weil ich immer wieder abbremsen muss und weil wir nur eine kurze Fahrt haben, aber ich denke, trotz kurzer Fahrt ist es möglich. Ich würde sagen, ich teste jetzt mal den LKW von 0 bis auf 100. Jetzt muss ich da die Anzeige anschalten, damit ich es da genau sehe. Okay, das liegt jetzt am LKW, dass er so langsam anfährt. Das liegt jetzt, glaube ich, nicht am Auflieger. Also kann vielleicht schon sein, dass es ein bisschen an der Fracht liegt, ne? Aber ja, beim Anfahren ist es relativ eigentlich normal, ne? Okay, wir sind jetzt auf 66, 69. Okay, also die Geschwindigkeit ist eigentlich normal, ne? Es kann sein, dass es auch ein bisschen länger braucht, weil wir natürlich auch noch etwas transportieren und die Holzbalken eben in unserem Auflieger haben. Ja, auf jeden Fall merkt man jetzt, wir können mal ein bisschen herumfahren. Oha, wenn ihr so hineinlenkt, müsst ihr mal sehen. Also, es gibt schon einen Einfluss, der wackelt schon mega herum, okay. Nicht jeder Auflieger wackelt so herum, aber ihr müsst mal sehen, Alter, der wackelt ja richtig herum, wenn man da richtig die ganze Zeit so Zickzackkurven macht, okay. Also da merkt man den Einfluss jetzt mega, Leute, ne. Es ist eine kurze Fahrt, Leute, aber trotzdem, es lohnt sich auf jeden Fall und es muss auch nicht gerade für diese Mod so eine lange Fahrt sein, denn wir können dann wieder für jede andere Mod dann wieder eine längere Tour auf jeden Fall nehmen. Und diese Tour passt eigentlich von meiner Seite her auch ganz gut. Jetzt können wir es mal von der Außenperspektive testen, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ja, man merkt es ein bisschen. Oha, ja, man merkt es mega, ey. Wenn man in die Kurve geht. Ja, ich sehe es sogar von den Außenspiegel. Also es kann sein, dass es auch einen Einfluss davon hat, weil natürlich wieder der Auflieger größer ist. Kann sein, muss nicht. Es kann sein, dass es ein Grund ist. Und weil der Auflieger natürlich auch mehr Gewicht beträgt mit den Holzbalken. Ja, was ich auch noch sagen wollte, es ist ja die Version 1.37 gekommen. Das heißt, man muss, glaube ich, nicht einmal mehr immer zur Beta-Version wechseln und so weiter. Man kann jetzt einfach diese Version
normal behalten, 1.37, muss glaube nicht mehr immer umstellen. Es gab ja immer die Möglichkeit zur Beta umstellen und dann wieder zur Version 1.36 war es ja vorhin, glaube ich, und jetzt ist es ja die neue Version 1.37. Es hat sich nämlich Folgendes verändert, und zwar das Hupen. Wenn ihr euch mal das Hupen anhört, das Hupen ist nicht mehr so laut, nur noch so ganz leise und ganz schnell. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Grafik und so weiter sollte sich auch verändert haben. Was ich gehört habe, dass sich Autos auch stauen, dass irgendwo Autos, dass sich irgendetwas mit Autos stauen können durch dieses neue Update. Und eben, es ist natürlich auch ein bisschen Änderungen an der Grafik, sollten auch festgestellt sein, Blinker und so weiter. Also es ist auch möglich, habe ich gehört, dass man die Seitenscheiben vom LKW jetzt auch herunterlassen kann. Das finde ich auf jeden Fall mega, mega toll durch die Version 1.37, dass das auf jeden Fall möglich ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das irgendwann so weit ist, aber es hat sich doch sehr, sehr viel Realistisches, wie soll ich sagen, die Version 1.37 hat sich auf jeden Fall sehr realistisch entwickelt, dass es jetzt wirklich so ein bisschen realistischer geworden ist hier in Euro Truck Simulator, was ich insbezüglich sehr, sehr, sehr cool finde. Ja. Und ich habe jetzt gerade bemerkt, Leute, wir sind jetzt wieder durch eine enge Kurve gefahren. Man merkt nur schon von den Außenspiegel her, was das für einen Einfluss gibt bei diesem. Weiter geht's. Wir sind sowieso gleich am Ziel, Leute. Ich bin jetzt schnell hier bei diesem Unfall hier vorbeigefahren. Ja. Ich muss sagen, wie gesagt, ich finde es richtig toll auf jeden Fall, diese Auflieger-Mod. Wir sind gleich da, Leute, in Bern. Und trotz kurzer Route, muss ich sagen, hat es jetzt mega viel Spaß gemacht und wir haben wirklich einen Einfluss gesehen, dass der ordentlich lenkt auf jeden Fall. Also ich habe richtig gemerkt, wie dieser Auflieger auf jeden Fall wackelt, Leute. Das war schon intensiv. Man hat es sogar bei den Außenspiegeln gemerkt. Das merkt man nicht bei jedem Auflieger bei den Außenspiegeln. Ja, wir sind gleich hier bei diesem Zielort. Ich muss sagen, coole Route, trotz eben, dass es jetzt sehr kurz war. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und eben, falls ihr euch diese Mod natürlich auch downloaden möchtet, Link dazu ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Ich würde euch auf jeden Fall diese Mod empfehlen, denn es ist eine sehr, sehr nice Mod und ja, man kann damit auf jeden Fall schon ordentliche Fahrten machen damit. Also es lohnt sich auf jeden Fall mega. Natürlich wie eigentlich jeder andere Auflieger, aber wenn man ein bisschen einen speziellen Auflieger fahren möchte, ist natürlich dieser Auflieger perfekt, ne? Und man kann ihn auch noch sehr, man kann sehr viel auf jeden Fall an diesem Auflieger noch aufrüsten, was ich auch mega cool finde, Leute. Man kann wirklich sehr, sehr viel von vorne bis nach hinten aufrüsten. Das ist nicht bei jedem Auflieger möglich, aber bei diesem Auflieger ist es speziell möglich und finde ich das auch richtig toll gemacht. Jetzt können wir es hier nochmals sehen. Okay, hier vielleicht weniger, aber ja, man merkt es, Leute. Man merkt es. Jetzt können wir mal herumlenken. Ja. Gut, es ist fast wie bei jedem anderen Auflieger. Aber eben nicht jeder Auflieger geht so intensiv mit in die Kurve rein wie hier. Hier merkt man es wirklich speziell gut, wenn ich jetzt hier auf den Rückspiegel schaue. Ja, man merkt es mega. Man merkt es mega, wie dieser Auflieger auf die Seite kommt. So, und hier wären wir auch schon. Ich kann gleich mal probieren, jetzt mit diesem Auflieger natürlich einzuparken, was wahrscheinlich sowieso easy wird. Also ich hoffe es natürlich, habe es nicht immer so im Griff, aber ich denke mal, es sollte klappen. So, natürlich, schön, dass ich wieder auf Nummer sicher parkieren kann. Das ist jetzt lange Zeit, glaube ich, nicht möglich gewesen, aber jetzt wahrscheinlich durch das neue Update ist es wieder möglich. Zwar, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob es bei American Truck jetzt nicht möglich war in der letzten Zeit oder ob es jetzt bei Euro Truck nicht möglich war, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich werde jetzt gleich mal den Motor hier ausschalten und natürlich mit T abkoppeln. Jetzt muss ich das Ganze mit Enter machen, keine Ahnung wieso das nicht mehr mit T klappt. So, ausgezeichnet erledigt, Leute, war jetzt aber auch eine sehr, sehr kurze Fahrt. Ja,
Wie gesagt, trotz kurzer Route hat es mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe euch natürlich auch. Und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Let's Play, Leute. Also macht's gut und haut rein, Leute. Und tschüss.